Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, beim letzten Mal haben wir uns den Edenapfel geschnappt. Der Spanier hat einen Abgang gemacht. Er ist leider noch nicht tot. Aber wir haben einiges über ihn erfahren. Ja, jetzt müssen wir den Edenapfel beschützen vor ihm und ihn endlich zur Strecke bringen. Jetzt haben wir hier Sondererinnerungen. Ja. Mal gucken. Was das ist. Das ist ja. Das scheint oben zu sein. Aber inwiefern, was muss ich hier jetzt eigentlich machen? Also wo muss ich hin? Das ergibt irgendwie sehr viel Sinn. Machen wir mal die andere Sondermission, links rum da. Es hat irgendwie kein Ziel in sich so wirklich, wo ich da geflogen bin mit dem Teil da. Ach naja, egal.
Seht, wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine, Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forli lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun. Einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich habe den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Warum hat er ihn denn geheiratet? Schau. Santa Cruz, oh nein. Was ist denn hier los? Gebt mich auf der Stelle frei! Aspetta! Was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. So, mach schon. Sie sind schon drinnen. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene. Ich bin sofort zurück. Hey! Ihr! Ja, ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde! Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim! Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch die Eier abreißen? Puh, die Frau hat aber... Mumm. Gut. Du bist erledigt, Milano. Uccidetevi. Und nur weil ich kein Mann bin, meine Kinder würden mich hindern. Le Miette. Ich wette, ihr wollt sie sehen, oder nicht? Ihr wollt sie berühren, würdet gerne an ihnen lecken, oder nicht? Na, dann kommt hier runter und versucht es. Die wahre Männer. Was ist denn mit der Frau falsch? Ja,
Eis, was ist denn mit der los? Oder ist das der Grund, warum ihr nicht gehen wollt? Ja, ich glaube, ihr würdet so einen langen Eichenblock im Arsch richtig genießen. Allmächtiger Gott, wo hat man euch denn gefunden? Bei den Nonnen? In der Klosterschule? Ich habe in meinem... Keine Gnade. Weiter geht's. Los! Ich kriege ihn! Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Wenn ihr keinen Luxus wollt, dreht besser um. Oh.